So, hallo zu einem, sage ich nicht wirklich einem neuen Video, sondern einfach nur einer Kurzfassung zum Thema Spots. Ich habe gemerkt, durch mehrere Takes, dass das Thema Spot wirklich sehr, sehr breit ist, ja, und ich habe da noch immer nicht alle Informationen hineingepackt. Also das hier ist jetzt einfach die Kurzfassung vom großen Video zum Thema Spots. Also für alle, die sich das ganze Geschwafel nicht anhören wollen, hier einfach kurz meine Empfehlungen, was für Spots ihr euch anschauen sollt. Macht das am besten einfach im Internet oder eben in den Links, die ich euch unter das Video poste, beziehungsweise auf der Homepage. Und zwar, ich fange mal an, in Österreich, meinem Heimatland, den Kitespot in Podersdorf am See, im Burgenland, am Neusiedlersee, um genauer zu sein. Dort habt ihr erstens sehr günstige Angebote, was Kiteschulen angeht. Ihr habt Stehbereich, ihr habt relativ flaches Wasser und ihr habt, wenn der Wind da ist, sehr konstanten Wind. So, Punkt 2, Griechenland. Generell Griechenland ist ja vom Wind sehr begünstigt. Ich kenne nur die Insel Lefkas. Dort war ich. Für Anfänger und Aufsteiger finde ich das eher mäßig gut. Ihr habt sehr tiefes Wasser und ihr habt relativ hohe Wellen, wenn ihr Wind habt. Ja. Umso stärker der Wind, umso höher die Wellen, weil ihr natürlich auflandigen Wind habt und dementsprechend höhere Wellen. Also, Lefkas für Anfänger, Aufsteiger mäßig geeignet. Natürlich möglich, ich habe dort auch angefangen zu kiten, aber der Lernerfolg wird wahrscheinlich wesentlich geringer sein, als wenn ihr in einem eher Flachwasserspot seid, wo ihr einfach leichter zum Fahren kommt. So, dann kommen wir weiter nach Ägypten. Summer Bay, El Guna, Safaga, ja, und dann gibt es natürlich auch noch Sharm el-Sheikh, Hurghada und so weiter. Da gibt es ja einen Haufen Spots. Ich war jetzt auf Summer Bay und Safaga. Kann beide Spots sehr empfehlen. Mir haben beide gut gefallen. Der Wind, wenn er da ist, ist relativ konstant. Eigentlich ziemlich konstant, wenn er einmal da ist. In der Nebensaison habt ihr dort ablandigen Wind, in der Hauptsaison habt ihr dort auflandigen Wind. Ja. Müsst ihr immer berücksichtigen, wenn ihr mehr kitet, habt ihr selten einen Stehbereich. In Summer Bay habt ihr einen Stehbereich für Anfänger, einen relativ kleinen, aber ihr habt ihn. Und natürlich, wenn ihr auflandigen Wind habt, habt ihr Wellen. Wenn ihr ablandigen Wind habt, habt ihr weniger Wellen, aber ablandigen Wind. Also das heißt, ihr braucht ein Rettungsboot, das euch wieder zurückholt. Okay, mir wurde allerdings, nochmal kurz zurück zu Ägypten, mir wurde allerdings El Guna sehr empfohlen. Ich war selber noch nicht dort, möchte ich aber noch machen. Nächster Spot, mein absoluter Lieblingsspot in Tunesien auf Djerba. Dort habt ihr eine Lagune, eine 30 Kilometer lange Lagune, glaube ich, wo ihr flaches Wasser habt, wo ihr überall stehen könnt. Aber auch teilweise, ihr könnt da über 5 cm tiefes Wasser dahin gleiten. Ja? Oder ihr habt einfach Wasser, was euch ungefähr bis zur Hüfte hergeht, also wirklich genial. Ich war dort im April, da war, glaube ich, auch Nebensaison. Also Ägypten, soweit ich weiß, ist genauso wie bei uns sommerlich. Im Sommer, das heißt April bis Oktober oder so, Nebensaison dann eben andere Seite. Ich war da eher so noch in der Mitte-Saison dort, da war der Wind, hat ein bisschen auf sich warten lassen. Wenn er da war, war es ein Riesenspaß. Kein extrem starker Wind, ja, aber auch kein sehr schwacher Wind, wo ich dort war. Also wie gesagt, Djerba kann ich definitiv empfehlen. Ja. Auch die Leute dort, sehr nett. Ja. Dann, nächster Spot, den ich jetzt noch schnell ansprechen möchte, nicht, dass ich eine vergiss, genau, Thailand, und zwar gibt es dort zwei Spots, die ich kennengelernt habe, auf der Insel Phuket, am Rawai Beach gibt es drei Kiteschulen, ein sehr interessanter Spot, muss ich sagen, für Anfänger und Aufsteiger, einerseits geeignet, andererseits total ungeeignet. Auf der einen Seite geeignet, du hast sehr flaches Wasser, wo du stehen kannst. Ja. Auf der anderen Seite, erstens wartest du mal, bis das Wasser kommt. Also die Tides sind dort also beeinflussen diesen Bereich extrem. Oft hast du gar kein Wasser. Ja. Und dann siehst du auch die Problematik dort. Und zwar dort liegen oft zwischendrin riesengroße Steinbrocken. Ja. Und das Wasser geht dann, wenn es da ist, gerade so ein bisschen über diese Steinbrocken drüber. Also du siehst sie nicht. Ja.
Also deswegen nicht unbedingt geeignet für Anfänger. Ja? Also da kann es schon mal passieren, dass du da mal bei so einem Stein einhakst und gerade drüber fliegst oder noch schlimmer. Auf jeden Fall, ja, das ist zu diesem Spot kurz zu sagen. Mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich würde wieder hinfahren, ganz ehrlich gesagt. Ja. Sei es drum, auch wenn dort Steine drinnen liegen, einfach aufpassen. Aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Aber gerade für Anfänger, du kannst den Schirm nicht kontrollieren. Und ja, wenn er dich in den Stein reinzieht, dann zieht er dich in den Stein rein. Also gut, dann nächster Spot, Kopangan, die Insel zwischen Koh Samui und Koh Tao. Ich war dort eigentlich in der Hauptsaison. Der Wind war nicht wirklich großartig, muss ich sagen. Sehr schwacher Wind. Und was ich auch so gehört habe von anderen Leuten, ist grundsätzlich in Thailand der Wind ohnehin eher schwächer, also gerade jetzt auch auf Koh Phangan nicht gerade großartig. Also wenn ihr hinfahrt, Kurs bucht und so weiter, die werden dort wahrscheinlich eher die größeren Schirme dann auch nehmen. Und falls ihr hinfahrt mit eurem eigenen Material, nehmt größere Schirme mit. Ja. Übrigens, Koh Phangan im Norden sind dann da die Spots, aber eben gebt eben ein Koh Phangan Kiteschule oder so oder schaut in die in den Kanal. Dann gehen wir weiter auf die Philippinen. Da gibt es natürlich den allseits bekannten Spot Boracay. Ja, wer auf ein Riesengetümmel steht, der sollte unbedingt nach Boracay. Ich war selber nicht dort. Ich habe dort, war 3 Monate aus den Philippinen, aber es wurde mir sehr, sehr abgeraten davon. Deswegen bin ich dann auch nicht hin. Also von mehreren Leuten abgeraten, die selber kiten und die auch dort waren. Ja. Wir waren auf dem Festland, und zwar genauer gesagt in Bagaspas Beach, nennt sich das Ganze. Das ist die nächste Insel, die nächste Stadt heißt Daet, Daet, ungefähr 200 Kilometer von Manila entfernt. Sehr, sehr toll. Dort für Anfänger, Aufsteiger mäßig geeignet. Ihr habt dort eine Lagune, wo ihr mehr oder weniger ablandigen Wind habt. Die Lagune ist natürlich geschlossen, allerdings der Wind bläst euch entweder auf die andere Seite hinüber, wo ihr nicht wirklich gut zurückkommt, oder in die Mangroven hinein, also beides nicht ideal. Aber die Kite-Schulen dort sind sehr bemüht und also mit einer Kite-Schule könnt ihr das dort schon machen. Alleine würde ich es also nicht, wenn ihr jetzt Aufsteiger seid, nicht unbedingt empfehlen, weil sonst habt ihr dort nur Meer und im Meer. Dort gibt es kein Rettungsboot, niemanden, der euch holt, wenn irgendwas draußen ist. Ja. Also da ist sowieso bei ablandigem Wind sowieso absolutes No-Go, dort rauszugehen. Bei auflandigem Wind ist es so, dass die Wellen sehr hoch werden können und auch lustigerweise von allen Seiten kommen, habe ich noch nie vorher gesehen. Also von vorne, von hinten, von links, von rechts. Also da habe ich mich auch wieder gefühlt wie ein Anfänger. Ja, so viel dazu. Trotzdem würde ich es euch sehr empfehlen, nicht nur wegen dem Kiten, einfach Philippinen ist eines meiner absoluten Lieblingsländer. Nicht unbedingt, weil dort die schönsten Strände sind und so weiter, sondern es ist einfach dieses Flair, die Menschen. Ja, also wirklich, wirklich tolle Leute und kann ich nur jedem sehr, 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 sehr ans Herz legen. Nächster Spot ist dann. Ja, auch schon leider nur mehr einer, der mir selbst empfohlen wurde, wo ich aber nicht war. Das ist auch in den Philippinen, und zwar, das ist auf einer Insel, ich glaube, sie heißt noch Cuyo Island. Dort soll es die perfekte Welle geben. Ja? Spiegelglattes Wasser, 25 Knoten jeden Tag, Sonnenschein und eine Lagune. Ja, warum bin ich nicht hin? Das ist nämlich jetzt auch der große Nachteil an dem Ganzen. Es ist eine sehr kleine Insel und wie es auf den Philippinen so ist, ist der Verkehr zwischen den Inseln geregelt durch Fähren. Und wie wir alle wissen, sind die Philippinen jetzt nicht extrem, ja, sage ich mal, achten nicht extrem auf diese Geräte, die sie benutzen. Das heißt, du müsstest 14 Stunden mit dieser Fähre dorthin fahren oder sogar noch länger, das kommt auf die Fährenverbindung an. Das hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt und wir sind auf dem Festland geblieben. Aber es waren einige Leute dort, die ich getroffen habe und die waren wirklich extrem begeistert. Also die perfekte Welle scheint es zu geben, nur sie ist etwas schwierig zu erreichen und ein bisschen Risiko ist halt auch dabei.
Ja, und natürlich die nächsten Spots, die ich euch jetzt auch nur aus zweiter Hand weitergeben kann, ist Brasilien. Aber ich denke, jeder, der schon irgendwie mit dem Thema Kiten und Spots etwas zu tun hat, der weiß, dass Brasilien mehr oder weniger das Mekka für die Kiter und Windsurfer ist. Also unbedingt mal nach Brasilien. Ich war leider auch noch nicht dort, möchte ich auch unbedingt machen. Und ein anderer Tipp, den ich bekommen habe, jetzt auch schon von mehreren Seiten, das ist Sri Lanka. Und zwar im Nordosten. Da soll es auch wunderbaren Wind geben, tolle Verhältnisse auch für Anfänger und Aufsteiger. Ja, das war es jetzt einfach von der schnellen Zusammenfassung und der kurzen Liste. Wie gesagt, ich habe noch ein anderes Video gemacht, wo ich das Ganze ein bisschen ausführlicher erkläre. Wenn du Interesse hast, dir das anzuschauen, dann ja, blende ich hier oben mal den Link ein. Ich glaube, vielleicht hier oder hier, mal schauen. Ja, das war's für dieses Video. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also mach's gut, bis dann, ciao.